auch nicht. Sie freuen sich mit uns auf Denk mit Kultur und auf wahnsinnig tolle Gäste. Wir haben jemanden, der sich lieber auskennt. Oper, Operette, Musical, was ich nicht. Pediküre, Maniküre, der weiß alles. Und eine zweite Dame, die ist von weit angereist. Sie traut sich nach Wien. Aus dem fernen Tirol ist sie da. Ja. Ich persönlich bin auch voll da und frage mich, auf was warten wir jetzt eigentlich noch? Singen mit Gefühl, lachen mit Herz, red und trink und denk mit Kultur. Kriegt gleich eine andere Haltung, oder? Wenn man die Fächer Bolognese kriegt. Ja? Also, wenn Sie vielleicht zu Hause oft so bugler dahergehen, dann tun Sie in die Urstöpsel immer die Fächer Bolognese. Man geht sofort ganz gerade. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Denn jetzt kommt ein Herr, der hat viele Tipps für uns, ganz sicher. Ein richtiger Auskenner und die Fächer Bolognese ist ihm auch sehr vertraut. Denn neben den vielen Dingen, die er teilweise nicht sichtbar für uns macht, macht er hörbar jedes Jahr sein Kommentar zur Fächerpolonaise quasi. Also den Opernball oder moderieren. Und ich freue mich sehr, dass er hier heute bei uns ist. Klatschen Sie mit Haltung für Christoph Wagner Trenkmiel! Du gehst auch gleich ganz gerade rein. Du, wenn fesche Damen anwesend sind, und es sind immer und überall fesche Damen anwesend, soll nie so tun, als wäre das irgendwo anders. In gewissen Mönchsklöstern wenige, aber... Ja. Nein, nein, ja natürlich, Haltung, Haltung, Haltung im Fernsehen. Haltung, Haltung, Haltung. Ich versuche Haltung. Mit Haltung dir einen Wein zu kredenzen. Oh ja. Ja, selbigen... Hast einen Weiß. Das ist so ein bisschen wie früher beim Koch. Oh. Ich habe da etwas vorbereitet. Ja, so, bitte... Darf ich das sagen? Sehr schön. Sehr schön. Also sehr erstens stilvoll. Getränk, ja. Zweitens Gegenstand. Ein Gegenstand, der dich möglicherweise zu einer Geschichte inspirieren soll. Wir hätten hier, das Kaffeeheferl ist es weniger, sondern eher das, was drauf gedruckt ist. Was könnten wir denn mit, ich glaube, Waldorf and Stadler. Darf ich mir zuerst den Mut anbringen? Unbedingt. Ja, danke. Ja, gerne. Ich schaue dir dabei mit Haltung zu. Ja, die meisten Leute, wenn sie diese beiden greisen Herren sehen, sagen, das sind die Muppets. Aber sie heißen natürlich, du wolltest es gerade sagen, Waldorf und Statler. Das sind die beiden bösen Greise in der Loge. Und dass Kari und ich mit denen also schon seit langem, wir waren ja nicht einmal 40, wie wir mit dem Opa mal angefangen haben. Ihr seid eigentlich schon mit denen in Verbindung gebracht worden. Im Greisen, ja. Von Anfang an im Greisenfach. Das ist das Gute. Man muss sich nicht denken, okay, jetzt habe ich schon wieder ein graues Haar gekriegt oder eine Falten gekriegt. Wir waren von Anfang an unserer Opernkarriere an im Greisenfach. Und das ist gut. Ja. Die Greisendeppen, die man aber eigentlich eh nicht sieht, aber man hört sie, ob man will oder nicht. Ja, ja, das ist schön. Gehört das mir? Wer bist du? Mit wem kannst du dich identifizieren? Wen siehst du mit eher? Mit dem etwas Größeren, etwas noch Böseren identifiziere ich mich. Sehr gut. Und wie hast du den Kari kennengelernt? Das habe ich nirgends gefunden. Wie seid ihr beide aufeinander losgelassen worden? Bei der ersten Opernballsitzung, an der ich teilgenommen habe. Okay. Ja, wir sind befreundet, aber wir sind keine ewigen Freunde. Und das wäre wahrscheinlich auch gar nicht gut, weil wenn man so seit der Schulzeit oder so bekannt ist, dann macht man irgendwelche Schmähs, lacht wahnsinnig darüber. Kein Mensch von den anderen weiß, worum es überhaupt geht. Also wir müssen uns schmähmäßig jedes Jahr neu zusammenfinden. Und wir haben uns wirklich beim Opernball
beim Opernball kennengelernt. Also noch in der Redaktionssitzung, aber unser erster Opernball war dann auch gleich unsere erste große Freundschaftstat. Aber ist das so Liebe auf den ersten Blick, dass man irgendwie merkt, beim Quatschen oder beim Reden oder bei dem Zuwerfen von Dingen in einem Offen, funktioniert das, läuft es? Bei mir war es Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, der Kari findet immer noch, wir kennen uns zu wenig. Also es war erst unser 20. Opernball im Vorjahr. Er braucht ein bisschen mehr Zeit. Es funktioniert der Schmäh, es rennt der Schmäh, aber was ich vorher gesagt habe, er rennt nicht zu gut. Also nicht so gut, dass es unter Ausschluss der Öffentlichkeit eigentlich stattfindet. Es darf, aber es ist ein Riesenschmäh mit dem Kari. Liebe seinen Schmäh. Er ist so ein, also entgegen seinem Titel und seinen 25 Namen ist ein ziemlicher radikaler Anarchist eigentlich in seinen Witzen. Also der blödelt herum, manchmal wie ein 12-Jähriger, manchmal wie ein 200-Jähriger. 200 stimmt eher natürlich, weil das so alt ist die Familie. Nein, noch viel älter. Nein, aber es ist ein Riesenspaß und es bleibt auch immer überraschend. Das ist das Gute. Es gibt auch keine eingespielten Schmähs, sondern es bleibt für uns beide immer überraschend. Ich finde das so schön, wie du wertschätzend sprichst. Das finde ich super. Also quasi nicht so, weil er nicht da ist, quasi so ein bisschen... Naja, aber Gott behüt, schaut er das im Fernsehen an. Dann hast du den Salat. Aber die Opernballübertragungen ist etwas, wo man sagt, okay, jetzt macht man es zweimal, dann macht man es fünfmal, dann macht man es 15-mal und ist dann irgendwo, wo man dann nebeneinander sitzt und das Gefühl hat, man weiß nicht mehr, ist jetzt 2014 oder 2018 oder... Ja, das ist ja das Gute, dass der Opernball eben hat ja viele Gemeinsamkeiten mit Weihnachten, also sehr viele Gemeinsamkeiten, und eine der guten Gemeinsamkeiten ist, dass er auch nur einmal im Jahr ist. Also und welches Jahr, welchen Tag merke ich mir auch schon nicht immer und was ich zum Mittag gegessen habe, weiß ich auch schon nicht immer, aber welches Jahr ist, das merkt man sich doch eine längere Zeit. Und wir könnten ja jedes Jahr die gleichen Schmähs machen, weil in einem Jahr vergisst man ja alles. Nur wir vergessen die Schmähs ja auch. Und ich schaue mir doch nicht alte Opernballübertragungen und schreibe mir auf, was ich für Blödsinn gesagt habe. Nein, das bleibt schon neu und frisch und es wird nie Routine, eben auch dadurch, dass man sich wieder vollkommen neu einstellt. Aber sag, du weißt schon, dass der Opernball abgesagt ja. ist. Ja. Man soll nicht in deshalb Wunden bohren, die schon längst verbunden sind. Aber die Dramatik war letztes Jahr einmal, jetzt setzt natürlich schon immer so ein bisschen an der Kante, wo man sagt, auf der eine oder andere zu Hause erbost, stell da sein Bierkrügerl hin, was haben sie denn jetzt schon wieder gesagt oder so. Also das weiß man, mit dem spielt man ja auch ein bisschen. Aber letztes Jahr hast du zumindest Pressemäßchen ein bisschen... Ich war für einen Tag als Skandalobjekt auf dem Titel der Kronenzeitung. Ja. Ganz klein, nur links unten. Und daneben war irgendein Annonce von einem Supermarkt. Dort hätte ich mich wahrscheinlich gleich bewerben können, wenn ich länger durch die Medien... Ja, ich gebe zu... Es schiebt sich halt in der Rückschau alles ein bisschen zusammen. Der letzte Opernball war, glaube ich, am 20. Februar. 20.02.20. Oh ja. Und in dieser Zeit, da war noch überhaupt keine Rede von irgendeiner Pandemie. Nicht? Und ich habe nur gesagt, es war also unter den Debütanten auch ein junger Herr aus England, ein gebürtiger Chinese. Und ich habe gesagt, also wie sie sich da im Walzerschritt gedreht haben, die Debütantinnen und Debütanten, habe ich gesagt, auf dem Tanzparkett befindet sich auch ein gesunder Chinese. Das war im Moment, das haben einige sofort grandios gefunden, andere schrecklich gefunden, aber sie haben keinen Haftgrund gefunden für mich. Was habe ich eigentlich, ich habe nur wertschätzend gesprochen von diesem jungen Herrn. Was hat er gesagt, das muss irgendetwas Schlimmes gewesen sein, aber es ist mir keiner drauf gekommen, was es eigentlich war. Aber der gesunde Chinese ist einer von den All-Time-Stars, fürchte ich in meinen blöden Meldungen. Warst du in dem Moment bewusst, dass das vielleicht ein Punkt ist, wo sich andere drüber aufregen könnten? Oder hattest du schon andere Sager, wo da in dem Moment der Schirch angegangen ist, wie der Wiener sagt? Ich hatte, ja, wie mir der Name vom Bundespräsidenten nicht einfällt, das ist auch ein blöder Moment vor 1,5 Millionen Leuten. Wirklich? Ja, habe ich gesagt, hey, das ist Helmut Fischer. Und der Karl hat gesagt, na, der ist leider gestorben und war ein bayerischer Komiker. Und was, der Heinz Fischer? Na gut, also, er hat nicht gesagt gestorben übrigens, der Karl hat gesagt verblichen. Er drückt sich anders aus. Na, ich sage immer wieder an Blödsinn. Und ich rechne eigentlich nie damit, dass ich dafür
furchtbar aufgehaut haben. Weil das ist etwas Komisches. Du vergisst in diesem winzig kleinen Kammerl, vergisst du ja, dass du für, ja, wie gesagt, über 1 Million, 1,5 Millionen, ich weiß nicht, wie viel da immer zuhören oder wenn du was Blödes sagst, hören es alle auf jeden Fall. Das schrecken sie auf. Ja, und es geht durch die sozialen Netzwerke. Ja, ja. Ist der Chinese mein Chinese gegangen? Dein Chinese ging Chinese, durch die sozialen Netzwerke. Ja, das ist wirklich nicht böse gemeint. Ein gesunder Chinese, doch das Beste, was man sagen kann über einen Chinesen. Ausgebildet bist du ja nicht zum über irgendwen. Ich meine, ich hab doch gesund, wurscht wer. Gesund. Ja. Aber du warst eigentlich schon während dem Studium wahnsinnig untriebig, offensichtlich. Weil du irgendwie das Gefühl, bei dir hat man irgendwann einmal diese wie beim Duracell-Haserl, das hinten so aufgedreht im Rücken. Und seitdem rennst du da auf Perpetuum mobile in der Gegend herum. Du hast gemeint, Urlaub ist nichts für dich, du rollst das mit dem Bravi. Quasi die nächste Arbeit ist der Urlaub vom Vorigen. Ja, das hat er immer gesagt. Aber kennt noch jemand den Marcel Bravi? Ich weiß es nicht. Ja. Kennt man noch, das ist gut. Ja, der hat gesagt, man muss sich bei einer Arbeit von der anderen erholen. Aber Bravi hat auch irgendwie kein Leben gehabt. Also ich habe immerhin 2 Töchter. Gut, die sind zwar auch schon so groß, dass sie mich jetzt nicht mehr täglich brauchen. Aber ich bin auch hin und wieder gern für sie da. Ich habe auch eine zauberhafte Frau, die versucht, meine Bremse zu finden in den letzten Jahren. Und dort tritt sie mir dann auch immer wieder hin auf die Bremse, weil es ist ja wahr, also ich halte nichts von dieser Work-Life-Balance und als würde ich, wenn ich arbeite, nicht leben oder als würde ich mich in die Arbeit zwingen und peitschen und bin da den ganzen Tag unglücklich und dann bin ich endlich frei und habe Freizeit. Das ist es bei mir nicht. Ich mache eben lauter Sachen, die mich freuen. Aber ja, ich bin eigentlich dabei, und da hat mir das Jahr 2020 eigentlich sehr geholfen, ein bisschen zurückzuschrauben. Es müssen ja nicht immer Lockdowns sein, dass man ein bisschen gescheiter wird. Aber ich würde sogar sagen, die Pension hat ihre Schrecken verloren. Das habe ich noch ich viele Jahre. Fragen, was ja, ich habe noch. Aber es ist, ich habe jetzt da so einen Stapel von Büchern, der ist schon so hoch wie ich, wenn ich stehe. Die würde ich gerne irgendwann einmal lesen. Und irgendwann einmal kann auch sogar die Pension kommen. Hast du das auch 2013 gemacht? Ich habe ein Interview gefunden, wo du erzählst, 2013, du hast das erste Mal seit 1989. Mhm. 89 bis 2013, ja. 3 Wochen Urlaub. Und in dem Interview hat es ein bisschen so durchgeklungen, so eine leichte Panik hat man rausgekehrt. Also quasi was... Angst vor dem Nichts. Und ich habe das gelesen und was hast du dann gemacht? Wie war's? Es war die ersten Tage ein bisschen schlimm, also vor allem für meine Frau. Aber ich habe dann irgendwann einmal kapiert, dass man nicht ständig irgendwo hinrennen und gescheit reden und lustig sein. Ist auch das Lustigsein. Ich habe so ein Bedürfnis, wahnsinnig lustig zu sein. Und wenn 2 Leute kurz ein ernstes Gesicht machen, muss ich ihnen einen Witz erzählen, damit sie lustig sind. Das ist eigentlich nicht notwendig. Also so immer retten die Stimmung von allen. Auch meine liebe Cornelia sagt dann, du musst jetzt lustige Geschichte erzählen. Sitzen wir jetzt einfach da, ein bisschen friedlich. Nein, also sogar Urlaub. Ja, es geht sogar schon Urlaub. Also mehr als 2 Wochen, das ist schrecklich. Aber vor allem, ich nehme dann immer heimlich was mit und lese am Klo oder ein gescheites Buch. Nein, ich sitze noch. Nein, es dauert noch ein bisschen. Ja. Aber woher kommt der Drang zur Lustigkeit? Also quasi hast du so einen Spaß-Papa, Witz-Oma, Show-Tante irgendwie in der Familie, die besonders applaudiert hat, wie der kleine Christoph lustig war mit 4, 5, 6? Ja, also ich bin ein verwöhntes Kind, wie man natürlich sofort sieht. Ein verwöhntes Kind. Ich rechne gar nicht damit, dass irgendjemand nicht nett ist zu mir. Ich habe wahrscheinlich wahnsinnig viele Feinde und merke es gar nicht. Aber ja, ich war eine Frühgeburt und ich kann stolz sagen, ich habe seit meiner Geburt über 100 Kilo zugenommen. Ich habe mich wirklich da fangen. Ja, nein, ich hab wirklich, wirklich aufgeholt. Eine Frühgeburt, um die man sich wahnsinnig gesorgt hat. Das war noch Anfang der 60er, Brutkasten und Dings. Und alle waren in Panik um mich. Und als ich dann dem Brutkasten entschlüpfte, schon ein bisschen schwerer, hat man nicht aufgehört, mich zu füttern und bis heute und zu mir nett zu sein und sich zu freuen, wenn ich was sag, wenn ich was Lustiges sag, ja. Und das ist, also deswegen habe ich mir dann, als ich ein bisschen größer war, auch sehr viele
unglückliche Liebesbeziehungen gesucht, ja, damit ich das ein bisschen, dieses Übermaß an Liebe, familiärer Liebe, ein bisschen ausgleiche. Jemand ständig, der dich schlecht behandelt. Ständig unglücklich. Ja, ja, furchtbar. Ja. Es musste schlecht behandelt werden. Liebe, es muss man leiden und so. Das hat sich auch gegeben. Eine der nettesten Geschichten, die ich gefunden habe, war, ihr habt in einem, weiß nicht, wohnt ihr noch, oder ihr habt in einem Haus gewohnt, wo das Haus damals mit Quadratmetern nicht so gesegnet war, dass für offensichtlich die komplette Familie ausreichend Platz war. Und deshalb habt ihr die Gartenhütte umgebaut als Schlafzimmer. Ja, das haben wir nicht nur. Ich wohne nach wie vor, ja, also wir schlafen nach wie vor im Garten. In der Gartenhütte? Ja, ja, in der Gartenhütte. Die ist wunderbar. Das Erste, was ich in der Früh mache, ich spaziere ein paar Schritte durch den Garten, weiß gleich, wie warm es ist, wie kalt es ist. Frühstücken tun wir dann meistens drinnen. Aber wenn es warm ist, draußen, ja. Nein, aber das ist wirklich etwas Schönes, weil man ganz abgeschlossen ist und nur von Natur umgeben. Wenn man schläft, man viel besser. Ganz still draußen am Heuberg. Und ja, wenn man dann sagt, ich gehe schlafen, stimmt es wenigstens? Man geht schlafen, manchmal mit Gummistiefeln, weil da Schnee liegt. Ja, das ist so. Finde ich wunderschön. Die zieht man dann aus. Ja, Gottes Willen, mit den Gummistiefeln. Ja, mit den Gummistiefeln geht man. Du sprichst theaterwienerisch, wird dir bescheinigt. Was ist theaterwienerisch? Theaterwienerisch. Also ich meine, ich kann Hochdeutsch sprechen, glaube ich. Wenn ich in, ich weiß nicht was, Bonn oder Berlin so ein Hochdeutsch spreche wie jetzt, finde ich das ganz drollig wie der Österreicher hier. Und wenn ich dann Wienerisch rede, dann versteht man mich nicht in Deutschland. Das ist das Blöde. Also ich habe den Frosch gemacht in Bonn. Frosch in der Fledermaus in Bonn. Es war zwar eine Vorstellung und dann war also das, was alles passiert ist, aber immerhin die Premiere wurde gespielt und ich habe da wirklich gerungen. Ich habe gesagt, Solli, wenn ich jetzt wirklich so anfange zum Reden, es versteht mich ja keiner. Wie der Frosch. Nein, kein Mensch sprechen könnte, ja, sprechen sollte, aber da braucht man Übertitel, das kann man ja nicht machen. Also man muss dann so ein Theaterwienerisch, ja, Kunst, ja, ein Gebremsschaum, ja, gebremstes, ja, Kunstwienerisch immer wieder mal erklären, was man da gerade gesagt hat. Aber ja, ich würde mal bemakeln für Geld. Ich mache alle möglichen Akzente natürlich. Aber du warst doch sicher in der Tanzschule als 17 Jahre. Ich war sogar beim Elmeyer mit minderem Erfolg, muss ich sagen. Mit minderem Erfolg. Ich habe mich mit einem Tanzlehrer angelegt. Ich war in meiner Jugend, also eh nicht sehr rebellisch, aber irgendwie habe ich mich mit dem angelegt und dann wollte ich dort nicht mehr hingehen. Und dann wie legt man sich mit dem Tanzlehrer an? Mir fällt kein Schieß ein, den ich da... Ich hatte von meinem Vater einen wunderschönen blauen Seidenrollkragenpullover ausgeborgt. Sehr elegant. Und dann hat mir der gesagt, da muss man mit Krawatte, das ist beim Elmeyer, muss man eine Krawatte tragen. Trug ich beim nächsten Mal den wunderschönen blauen Seidenrollkragenpullover mit einer Krawatte. Und dann hat er begonnen, mich zu schikanieren und dann habe ich ihm gesagt, ja, also... Sie nicht und mit mir auch nicht. Und da bin ich mit der jungen Dame, die ich da kennengelernt habe, haben wir uns anderswo weiter bewegt. Muss ja nicht beim Elmeyer sein. Nein, habe ich mir gedacht, nein. Das ist, also wir haben uns weiter bewegt in einem Kaffeehaus. Wer lacht denn da so schmutzig? Also, nein, wir haben uns weiter bewegt in ein anderes Etablissement. Ja, wo man Rollkragenpullover mit Krawatte tragen durfte. Genau. Oder warst du dann schon wieder wurscht und hast dieses Hemd angezogen? Ist das dann typisch Christoph, oder? Ja, nein, aber das war eine kurze, aber ich tanze eigentlich. Ich tanze eigentlich gern. Das ist auch sehr. Ich schaue auch sehr lustig aus, wenn ich tanze. Ja, das ist, hat eine gewisse innere also und äußere Innere Eleganz. Also du fühlst, dass du sehr elegant dabei aussiehst. Innere Eleganz und äußere Schamlosigkeit. Das ist ganz wichtig. Und wenn du dann so Videostudien betreibst, was siehst du dann? Das schaue ich mir nicht an. Nein, wie ich betreibe. Weißt du, dass ich mich aufnehme, wie ich tanze? Ja, selbstverständlich. Ja, das ist erschütternd. Aber jetzt ziehen wir auch was durch. Du singst mit mir. Ja, wie jeder lehrt dann auch ganz schnell das Glas. Obwohl, ich muss ja ganz ehrlich sagen, du tust jetzt extrem tief stapeln, weil wir haben das ja schon einmal gesungen miteinander. Ich weiß, was die Damen und Herren zu Hause erwartet und ich kann Ihnen nur eines sagen, halten Sie sich fest. Es war aufregend. Ja, es war in doppelter Hinsicht aufregend, und mit dir das zu machen. Ganz hervorragend. Oh, danke schön. Ja, ich gebe dir das Mikrofon. Damen und Herren, einen großen Applaus für Christoph Wagner-Trenkel. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Ooh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine. Tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar wine, and then she gave to me more summer wine. Berries, cherries, and an anxious kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer. Berries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Sie hören gerade ein Lied, das beim Song Contest war für Österreich in Dublin damals. Eine ganz junge Frau ist damals auf der Bühne gestanden und hat für uns wunderschön gesungen. Das ist lang her, aber nicht, weil sie so alt ist, sondern weil sie damals so extremst jung war. Ja, ein Wahnsinn.
Sie hat sich nicht abhalten lassen und hat nicht die Song-Contest-Karriere von anderen gehabt, dass da nichts mehr war. Nein, das war tatsächlich, Gott sei Dank, erst der Anfang. Sie ist aus dem weiten Tirol auf dieser Dresine durch Wind und Wetter angekarrt. Extra Schienen haben wir für sie verlegt, damit sie ja zu uns kommen kann. Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die Sängerin Petra Frey! Das Orge ist, ich habe den Gegenstand, dann habe ich gesagt, das holen wir für die Petra Frey. Und dann sind sie dahergekommen mit was, wo ich selber dann nicht genau gewusst habe, ach so, so schaut das aus. Jetzt bin ich aber ehrlich. Ja? Das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Da, da, da. Was bin ich? Das ist dein Gegenstand. Das ist aber schon lang. Das ist ja Winchelruten, oder? Ja, siehst du, erkennst das. Ja. Habe ich zwar noch nie, naja, ja, jein. Also Winchelruten bin ich gar nicht so erfahren, aber diese Dinge habe ich das letzte Mal gesehen, als ich sozusagen in jungen Jahren eine Wildcamperin war. Also voriges Jahr. Oh, das ist so ein Charmeur. Das wird jetzt nicht schon wieder zum Knutschen. Er wird uns ständig unterbrechen mit solchen Bumutschau. Das ist so schön, ich bleibe für immer bei euch. Nein, aber in jungen Jahren war ich Wildcamperin und bin immer nach England draufgefahren mit dem Auto. Habe da meine Pop-Up-Zelte aufgeschlagen und habe mir mal anschauen müssen, ob es diese ganzen Kronkreis-Dinger wirklich gibt. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie ist es ein bisschen komisch. Bei so großen Dingen, vor allem wo kein Mensch ist, so 50 Einwohner im Ort oder so, stellt man sich halt die Frage, warum tut sich das jemand an, nicht? Ja. In the middle of nowhere. Ja. Petra so weit bin ich schon kommen. Tirol, Tourismus vielleicht, ne? Wahrscheinlich, aber es hat sich dort blöderweise auch keiner für mich interessiert. Aber du bist schon aufgewachsen, ja, nehme ich doch an Tirol, also römisch-katholisch. Genau. Quasi so diese klassische... So ganz klassisch das Mädel vom Land eigentlich. Ja, ne? Mein Wirtshaus... Genau, meine Eltern haben ein Restaurant gehabt und da habe ich ja eigentlich ein bisschen parallel zu meinem Beruf schon. Ich habe ja mit 12 Jahren meinen allerersten Plattenvertrag unterschrieben, das war Glückssache. Aber parallel zu meinem Beruf bin ich Hotelfachschule gegangen, habe zu Hause bei meinen Eltern mitgearbeitet, weil der Papa ist mit mir, bis ich 18 war, überall hingefahren. Und im Zuge dessen habe ich gesagt, gut, Papa, dann helfe ich auch im Restaurant, arbeite da mit. Und ich finde, das ist toll gewesen, weil es hat mir einfach schön geerdet gehalten und ich habe da die ganzen Stammgäste gesehen und das war einfach die Normalität, die halt ein Kind oder ein Jugendlicher auch braucht, wenn er parallel dazu in der Öffentlichkeit steht und einfach so viel Aufmerksamkeit kriegt, die ich wahrscheinlich in dem Alter gar nicht so wollte. Weil es ist ja Wahnsinn, wie früh bei dir das angefangen hat, das ganze Werkel. Du bist angeblich entdeckt worden, weil du am Wirtshaustisch Smurtel gesungen hast. Ja. Ist das so ein Klassiker? Also, Das Murtel, das hat damals ein Stammgast geschrieben. Das war ganz ein melodramatischer Text. Damals ist das ja so in der Volksmusik auch je trauriger und je herzzerreißender. Das war das so umso besser, bis in Mark und Bein hat's gehen müssen. Und ich habe einmal eben im Restaurant meiner Eltern gesungen. Eben dieses Murtel. Und jemand hat dann, mein damaliger Manager, der es dann geworden ist, hat das so klassisch aufgenommen auf Kassetten und zu namhaften... Ja. Genau. Rekordplayer oder wie das gegangen ist, namhaften Plattenfirma geschickt und zurück kam ein Plattenvertrag. Das wäre heute so undenkbar, weil dass man von Kassetten auf singt, ohne irgendwas mit Gitarre oder irgendwie so, das ging halt gar nicht mehr. Ja, aber es muss sehr eindrücklich gewesen sein. Jetzt als erwachsene Frau, wenn du das von damals noch hörst, wie empfindest du die kleine Petra? Es ist eine Mischung zwischen Gerührtsein und Fremdschämen. Das ist nicht fremd, das ist Selbstschämen. Ja. Aber sie hat nichts mehr mit dir zu tun, offensichtlich. Natürlich, weil auf der anderen Seite kann man sich an das Gefühl ja total erinnern, wie das war damals. Und als Kind hat man ja sowas nicht am Plan. Da singt man ja, weil man es gern tut und hat im Hinterkopf, ich wäre auch so gern am Fernsehen Sängerin, Prinzessin, ich hätte gern einen Prinz und was man sich halt sonst noch alles wünscht.
Aber dass das Realität werden kann, das hat mir gar nicht am Schirm. Und war das derselbe Produzent, der dir den Nachnamen gegeben hat? Also den Künstlernachnamen? Also nicht, die haben nicht geheiratet, sondern etwas, hat gesagt, okay. Ja, das war eigentlich so eine... So? Nein, das Problem ist, ich bin Tirolerin. Ja. Und ausgesprochen in Tirol nennt sie das Ganze Kauch. So. Da war dann gleich klar, das haut nicht hin als Künstlername, wenn dann die kleine Petra herkommt und sagt, ja, ich bin Sängerin und ich heiße Petra Kauch. Ja. Weil jeder schon immer nachgefragt hat, so nach dem vierten Mal war es so leid, den Namen zu buchstabieren, dass wir gesagt haben, da muss ein Künstlername her, zumindest als Nachname. Und ich hätte natürlich in dem Alter wunderschöne französische... Was hast du vorgestellt? Petra Pascal und Petra Jordi und was mal sein kann. Ich wäre so kreativ gewesen, aber ich sag, nein, du bist eine Österreicherin und das gibt's schon und das auch. Und dann Mathieu war schon vergeben. Es war so viel vergeben. Jetzt hätte ihnen viele Türen geöffnet, eigentlich Mireille Mathieu. Ja. Aber mittlerweile hörst du drauf. Also frei ist schon, dann wird es zum eigenen Namen. Ja, absolut. Also ich glaube schon, es ist ja dann intuitiv, wo man hingreift, wahrscheinlich schon die richtige Variante. Für mich ist das total schlüssig gewesen, weil ich bin das auch so. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich irgendwie frei agieren kann und denken kann. Und das bin sehr glücklich, dass ich den Namen habe. Aber es ist schon arg, du hast ja früh begonnen. Das haben wir gerade gehabt. Mutter als Kind am Wirtshaustisch. Dann Plattenvertrag. Dann kam diese Chance für den Song Contest, wo wir gerade das Lied gespielt haben. Aber da warst du ja 16 dann beim Song Contest. Ich war 15, also man musste ja im 16. Lebensjahr irgendwie sein. Und ich war so kurz vorm 16. Jahr, also ich war da ziemlich jung. Und ich war ja so ein wahnsinniger Song Contest-Fan. Ich habe mir Celine Dion angeschaut, Johnny Logan. Ich bin immer vor dem Fernseher gesessen, heimlich ums Eck geschaut, bei meinen Eltern Song Contest geschaut. Aber ich habe es ins Eck immer heimlich, hätte ja nicht dürfen. Da habe ich gedacht, gut, einmal in meinem Leben da oben stehen könnte. Und als dann die Vorentscheidung war und ich das dann gewonnen habe, war ich total überrannt. Weil natürlich musste ich erstens einmal als total schüchternes Mädchen, und das war ich wirklich damit klarkommen, dass ich einmal angefeindet worden bin, verständlicherweise. Da hieß es dann, da kommt jetzt diese kleine Landbumeranzen ums Eck und was will die beim Song Contest? Teilweise wahrscheinlich zu Recht, weil ich sehr wenig Erfahrung gehabt habe und zeitgleich natürlich in der Schule wahnsinnig viel, ja, auf der anderen Seite Aufmerksamkeit gekriegt habe, dann natürlich Neid, da wird man ein bisschen gehänselt, wie es halt normal ist in der Schule. Und das war schon so die ersten Tage schon einmal eine Nummer für sich, aber ich muss gestehen, das war für mich das Emotionalste in der Musikkarriere, das ich erleben hat dürfen. Und für jeden Künstler ist das Tollste, was passieren kann, dass man das einmal erlebt hat. Und für das bin ich so unendlich dankbar, dass ich, keine Ahnung, nach 20 oder 25 Jahren immer nur Danke sagen kann für all diejenigen, die also das haben. Also hast du es doch eher als Türöffner empfunden und nicht als Verheizen einer 15-, 16-Jährigen? Nein, um Gottes Willen, weil ich habe genau gewusst, diese Chance kann ich mitnehmen und es hat mir wirklich alle Tür und Toren geöffnet. Ich habe dann, hat es diese legendäre ZDF-Hit-Parade gegeben im deutschen Fernsehen. Die habe ich dann eine Woche später gewonnen. Ich war plötzlich in allen deutschsprachigen Fernsehsendungen, war ich plötzlich. Und das hat angehalten. Aber trotzdem musst du ein dickes Fell haben, weil es gibt ein Ö3-Interview, wo dich der Interviewer quasi zu Schindlers Liste, die damals im Film war... Bitte, dass du das weißt, ja, ist ja unverdrückt. Du musst ja bemüht haben ohne Ende. Ja, wir schauen auch immer. Und zu Edith Glästil befragt hat, dann so quasi ein 16-Jähriger so jetzt schnell ad hoc bei Ö3, wo so Musik geht, eine Meinung über 20 Themen abgeben. Und wo dir der Interviewer dann geraten hat, du sollst gefälligst noch länger in die Schuhe gehen. Also ich meine, das ist schon eine gewisse Frechheit, der man dann irgendwie ausgesetzt wird. Oder? Aber für mich war viel schlimmer, dass ich diese Aufzeichnung, ich kann mich erinnern, in der Schulklasse, ich war damals in der Hotelfachschule und da wurde der Radio extra eingeschalten, weil die Petra ist heute auf Ö3, das war ja schon mal der Kracher. Und dann sagt der natürlich, und mein Geografielehrer war gerade da, und sagt der natürlich, die soll besser gescheiter zur Schule gehen. Und also ich glaube, diese Demütigung vor der Klasse war die weitaus schlimmere als für, ja, aber es war damals schlimm, aber genau durch diese Sachen habe ich natürlich gelernt, dass ich, ja jetzt rede ich wie ein Redhaus, gell? Als kleines Kind habe ich mich nicht Ja und Nein sagen getraut. Und durch das habe ich mich halt einfach probiert zu entwickeln und habe viel gelesen, viel gelernt, weil ich gedacht, das gehört zu dem Beruf dazu. Und ich glaube, ohne diese ganzen Stolpersteine
kann ich mich halt nur bedanken bei den Menschen, weil durch die habe ich mich halt entwickelt zu der Person, die ich halt bin und kann sagen, ja, so ein bisschen was ist gegangen. Schön. Sehr schön. Morten Hackett hast du interviewt, den Sänger von Aha, für eine Fernsehgeschichte. Ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie war das so schon ein bisschen... Oh? Naja, es ist leider nicht ganz dazu gekommen. Ah, verdammt. Ja. Bitte, zu was ist es nicht gekommen? Ist dazu. Ah, dazu, ja, dazu ist es nicht gekommen. Aber Aha, warst du immer großer Fan? Aha, genau. Total. Also ja. Das ist das klassische Video, das man immer gesehen hat in den großen Szenen. Und wie die Sendungen damals geheißen haben, dieses Take on Me. Bei mir war klar, mit all meinen Posters, die da an meinen Wänden... Hast du nie Posters Hänger gehabt für irgendwen? Nein. Vor der Callas. Nein! Ja, was soll ich machen? Nein, mit Handschuh, Rollkragenpullover und Callas-Poster. So stelle ich mir jetzt als Jugendlicher vor. Ja. Na Wahnsinn, von der Callas. Nackt? Nein. Ne? Ja, das hat dann die Fantasie. Ja, das hat dann... Nein. Nein, die Callas. Wahnsinn. Callas, Puccini. Aber, ja. Ja. Puccini als... Ja. Nix, als Puccini. Als Puccini. Giacomo Puccini. Und dann sind die Freunde gekommen und haben gesagt, wer ist das? Wer soll das sein? Den kenne ich nicht. Okay, ja. Und schon spielt man wieder alleine. Ja, das ist ein Wahnsinn. Bitte, aber bleibt bei diesem Aha. Ja, ja. Bei dem Aha. Aha. Also es hat jedenfalls nicht geklappt, aber zumindest... bin ich dann hinter der Bühne gestanden und habe mir gedacht, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin die Erste, die hinter dem Schlagzeuger genauso steht, dass sie zwar nicht im Bild ist, aber ich bin nah. Ich will seinen Schweiß zumindest irgendwie verstehe. Ja. Ja. Dann, kann man nur sagen, aha. Ja. Ja. Also jedenfalls diesen Auftritt habe ich sehr genossen. Ich war dann auch nicht allein, weil ich glaube, die ganze weibliche Crew, die nur ansatzweise an diesem Set war, so ungefähr 50 Hasen in meinem Alter, sind dann hinter mir gestanden. Und wir haben aha alle zelebriert für uns. Bevor wir aber mit dir ein Lied singen dürfen, auf das ich mich schon so freue, weil es so ein schönes Lied ist. Genau. Ja, ja. Gibt es vorher noch natürlich die Fragen unserer Damen und Herren. Einen großen Applaus für den Herrn Thomas. Bitte schön. Aber Herr Thomas. Da schwingt er sich runter. Dankeschön. Danke vielmals. Zug fährt ab. So. Schade, das es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Lieber Herr Wagner Drenkwitz, was bereitet Ihnen schlaflose Nächte? Im vergangenen Jahr hatte ich doch die eine oder... Also Gott sei Dank habe ich keine schlaflosen Nächte. Aber hin und wieder liege ich so zwischen 4:30 und 5:30 knappe Stunde wach und denk über, ja, das war so im vorigen Jahr. Ich schlafe schon wieder besser. Tja, so ein ehrliches Kerlchen. Ja. Mit wem möchten Sie am ehesten in einer Gefängniszelle sitzen? Boah, Keanu Reeves, ich stehe auf dem. Ich hatte jetzt Bilder ist, im Kopf gerade. Ja, jetzt ist Keanu Reeves. Ja, obwohl, ja, schauen wir mal. Was ist das gewagteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank? Habe ich alles an. Alle meine Nein, extra für dich. Aber bist du jemand, der so immer dasselbe hat? So 17 Hemden in derselben Farbe gleich ausschauend und der Einzige ist, der den Unterschied erkennt? Nein, würde ich nicht sagen. Es sind 15 von den Hemden hat irgendjemand so kleiner genäht, komischerweise, und 2 ziehe ich noch an. Also, ja, also diese garstigen Einzelmenschen, die haben alles kleiner in der Nacht. Worauf könnten Sie verzichten, Frau Frey? Auf was ich verzichten kann? Auf Unehrlichkeit, finde ich. Bin ich dabei. Auch kein Mensch. Erzählen Sie uns von Ihrem lustigsten Rausch. Sollen wir noch schenken? Das kriegen wir hin. Ich vertrage ja mittlerweile so viel, aber das war vor 40 Jahren anders. Nein, in der Rückschau war das sehr lustig. Ich war also so in der E-Grad, nicht mehr in der Tanzschule. Und... es war furchtbar eigentlich. Aber in der Rückschau sehr, sehr... Ich habe die Gastgeberin beleidigt. Nein. Ja, schrecklich. Ich habe die Gastgeberin furchtbar beleidigt. Aber dann hat mir irgendjemand ein Taxi gerufen und bei jeder roten Ampel habe ich... das war lustig. Also das braucht man aber nicht. Aber ist die Gastgeberin auch heute noch Kram? Oder wurde eine Aussöhnung bei einem Glas Mineralwasser...
Nein, ich glaube, sie ist mir nicht gram. Das Blöde ist, es vergisst mich ja keiner. Weil die weiß ja noch, ich habe ihr vor 40 Jahren in die Wohnung gespielt, weil ich einmal im Jahr den Opernball kommentiere. Ja. Das ist ja das Unfaire. Ich erkenne mich auch noch Volksschulkollegen. Ja. Ich überhaupt keinen Begriff. Solange ist diese Scharte nicht mehr auszuhalten. Ein lustiger Rausch. Ja. Was verbindet mich dich mit dem Lied, das wir nun gleich singen werden? Das ist wirklich so aus der Zeit so eins meiner Lieblingssongs. Und ab und zu mache ich es sogar, wenn man mich lässt, bei mir in meinem Live-Programm. Und ich habe gesehen, du machst es auch mit dieser genialen Band, die ich finde jetzt unbedingt den mega geilsten Applaus verdient hat. Ich schließe mich an. Und ich wusste, du bist der Frau, die grandios singen kann. Aber ich dachte, wenn, dann mache ich das nur mit dir und deiner Band heute hier. Das freut mich sehr. Damen und Herren, Petra Frey! Bitte schön. Dankeschön. Come to me wild and wilder.
Herren, aber wir haben es geschafft. Es ist aus. Also nicht mit uns zwei, sondern die Sendung. Die Sendung ist vorbei. You're the best. Damen und Herren, ich glaube, das sollte unsere Losung für die nächste Woche sein, bis Denk mit Kultur wiederkommt. Sagen Sie doch Menschen, dass sie ganz wichtig sind für ihn. Ja? Wie sagt man sie so selten? You're the best. Du bist die Beste. Ja? Danke, du auch. Man sagt das im Wienerischen nicht so einfach. Du bist die Beste. Sagen Sie sich das doch viel öfters. Wird die Welt auch gleich viel besser sein. Ich habe da zum Beispiel einen Vorschlag. Er ist für mich der Beste. Damen und Herren, großen Applaus für Christoph Wagner Trenkwitz. Komm zu uns! Du bist der Beste! Oder wer noch ganz hervorragend ist. Mein Name ist Birgit Denk und ich sag auf Wiedersehen. Dankeschön!